Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stationeers. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen jetzt das, was wir mitgebracht haben, ein bisschen schmelzen. Das Silicon hat eine Anforderung von mindestens 900 Kelvin und das Kupfer braucht nur 600 Kelvin. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zuerst ein bisschen Silicon einschmelzen. Wir haben hier sogar noch ein bisschen Temperatur drin und Druck ist auch noch da. Also wird es wahrscheinlich nicht so schwer sein. Wir brauchen zunächst die Volatiles. Ich stelle mich jetzt hier so hin, dann müsste das ja eigentlich wieder da reinwandern. 1, 2. Machen wir 4 direkt? Ne, wir machen nur 2 erstmal, nicht übertreiben. 2 Volatiles, 1 Oxide. Und Gas geben. Jetzt haben wir Temperatur und Druck. Und jetzt kommt das Silizium rein, Silicon auf Englisch. Und ich denke, wir machen mal einen größeren Barren. Und die Temperatur ist so weit runter. Wir können nochmal gucken, ob wir nochmal zünden können. Nee, dann müssen wir wieder was reingeben. Also nochmal Volatiles. Und Oxide. Jetzt können wir es schmelzen. Da haben wir einen Barren Silizium. So, machen wir noch einen kleineren. Temperatur genügt. Raus damit. Und jetzt schaue ich mal ganz schnell, ob wir Silicon als Legierung irgendwo brauchen. Sieht nicht so aus. Das heißt, wir können das, was wir haben, durchaus eben weiterschmelzen. Lass das einfach offen, das fällt dann direkt raus als 50er Stack. Das ist völlig in Ordnung. Temperatur reicht immer noch aus, sinkt jetzt aber. Das heißt, wir machen jetzt Kupfer. Und das machen wir auch als 50er Stacks. Da werden wir aber auch nicht alles verwenden, weil Kupfer brauchen wir auch zum Legieren mit Konstantan. Und da würde ich also auf jeden Fall was aufbewahren. Aber wir haben sehr viel jetzt. So, das geht natürlich jetzt, ihr seht das schon, rasend schnell im Vergleich zum Lichtbogenofen. Einen mache ich noch. 3 bewahren wir auf für Konstantan. Gut. Perfekt. Das hat gut geklappt. Packen wir den Gürtel mit unseren Volatiles zurück. Dann die Erze ins Erzregal. Und die Barren hierhin. Okay. Liegt hier noch was? Nein. Ausgezeichnet. Wir könnten noch weiteren Kupfer schmelzen, aber wie gesagt, wir bewahren es jetzt auf. Stahl, sollen wir nochmal Stahl machen? Für Stahl 50 zu. Moment, ich muss gucken, wie war das Verhältnis? Ah, wie war denn das Verhältnis von für Stahl nochmal? Moment. Stahl, Stahl, Stahl. Ah, die Liste ist etwas unübersichtlich. Steel. 3 Eisen, 1 Kohle. Split half. Moment. So, wenn die Temperatur jetzt noch reicht. Ja. Müsste noch reichen.
haben wir noch ein bisschen Stahl. Okay. Alles klar. So, es wird jetzt langsam, aber sicher. Weniger, alles klar. Gut, da müssen wir einfach laufen lassen. Jetzt gehen wir nochmal oben auf die Plattform drauf. Denn ich habe schon länger die Geländer hier, die ich oben platzieren wollte. Ja, die zweite Batterie hat jetzt auch schon ein bisschen Saft bekommen. Noch ein paar Solarpaneele machen. Wir könnten, ne? Wir haben ja jetzt Material genug. Wir haben zwar überhaupt noch keine Abnehmer da unten drin, aber hoppla, was soll's, ne? So, Solar. Naja, und wir könnten auch mal wieder ein paar Tomaten anpflanzen und vielleicht welche hier in den Schrank nach draußen packen, denn irgendwann, ich sehe es schon, kommt, passiert irgendwas Schreckliches da drin. Und darauf will ich vorbereitet sein. Ja, 5 Stück, wunderbar. Oh, 49 Grad. Also, die Klimaanlage müssen wir auf jeden Fall mal laufen lassen. Und gerade wenn hier Explosionsgefahr ist, sollten wir vielleicht das Ding rausschaffen. Das ist nämlich im Moment unsere einzige Sauerstoffversorgung. Die nehmen wir mit nach draußen. So. Sicherheit.
können dann eigentlich auch langsam anfangen, den Kram nach unten zu transportieren ins Lager. Denn hier oben brauchen wir das nicht alles. Also ein paar Sachen brauchen wir hier oben, klar, aber gerade so ein bisschen Essen und so, das sollten wir vielleicht langsam mit runternehmen. Schade, dass wir die nicht stacken können. Ich nehme das schon mal mit und dann nehmen wir die Tomaten auch mit runter. Dann sind die da gut aufgehoben. Jetzt ist kein Gold mehr drin. So, was haben wir denn hier? 50, 50. Nehmen wir die 22 und die 50. Und dann bauen wir nochmal einen Batterielader. Und zwar einen großen. Jetzt wird das Eisen da drin knapp. Oh, jetzt sind zwei rausgekommen. Okay. Ja, kriegen wir schon unter. Würde ich sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Und das Ding würde ich eigentlich ungern so stehen lassen. Das setzen wir auf eine Docking Station. Und zwar in die neue Base. Und wir hatten doch schon eine Station. Da ist sie doch. Der Tank Connector. Das nehmen wir auch mit runter. Guti. Ja. Ich schleppe das Fass jetzt aber noch nicht mit. Aber wir gehen rein und gucken, wie die Temperatur ist. So, und wenn ihr neugierig seid, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber für diejenigen vielleicht von euch, die es bisher noch nicht gesehen haben, hier unten wird auch der Druck außerhalb des Anzugs angezeigt. Das heißt, ne, sieht man hier. So, 29 Grad immer noch. Puh. Ist echt warm hier drin. Ich will es halt nicht vergessen. So, 22. Ich schalte es jetzt aus. Da muss ich nur dran denken, dass wir es in Kürze wieder runterkühlen. Weil, wie gesagt, zu heiß. Ich glaube, ab 50 Grad oder ab 60. Wir waren jetzt ja schon bei 49. Ab 50 gehen, glaube ich, die Pflanzen kaputt. Ich bin aber nicht sicher. Könnten auch 60 sein. So, ach ja, die Solarpanel machen wir eben zuerst. Ja, habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, damit wir die überhaupt bauen können. Das heißt, ich muss schon wieder was hier lassen und dann lasse ich mal das Duct Tape hier, das Panzerband, Panzertape, und wir nehmen das noch mit, damit wir die Solarpanel auch aufbauen können. Die Kabel haben wir alle schon da? Nee, haben wir nicht. Haben wir nämlich eben nicht. Falsche Richtung. Denn die Kabel auf der Rückseite, die haben wir noch nicht angeschlossen. Na komm, machen wir schrittweise. So, falsch rum sind sie. So rum ist richtig. 1, 2,
Sondern ihr seht, die kriegen schon direkt über das Datenkabel die richtige Ausrichtung. Zumindest in der horizontalen. Die Achse müssen wir gleich selbst machen. Können aber schon mal das hier machen. Und dann gehen die alle auf minus 90 Grad. So, leider liefern sie jetzt nur noch keinen Strom, weil sie nicht angeschlossen sind. Unser Helm ist beschädigt, seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, warum der beschädigt ist. Ob ich da schon mit dem Kopf irgendwo gegen den Tank gelaufen bin oder der Tank gegen mich geprallt ist auf irgendeine Art und Weise, das kann ich jetzt nicht mal mehr sagen. Aber das ist genau das, wovor ich gewarnt habe, dass es halt passieren kann. Da haben wir aber jetzt nochmal Glück gehabt, denn es ist noch nichts passiert. So, gehen wir rüber, machen die Kabel dran und dann bauen wir unten, bestücken wir unten das Lager und bauen einen Batteriecharger hin. Ja, supi. So. Ich habe zu wenig gebaut. So, ihr seht, wie schnell wir uns durch das Kopf fressen. Das geht so ruckizucki alles. So, Batteriecharger. Ich möchte einen hier draußen haben. Einen hier drin. Wisst ihr, warum das eine schlechte Idee ist? Weil das Kabel so verlegen, das können wir später nicht mehr wiederfinden. Seht ihr, was ich meine? Ich komme jetzt schon nicht mehr dran. Jetzt muss ich die ganze Tür abreißen.
So, das Kabel legen wir lieber an der Wand entlang. Rübergehen. Wir machen sonst zu viele von den Starkstromkabeln. Später werden die Kabel eher alle versteckt hinter den Wänden. Trotzdem möchte ich nicht in solche Bereiche bauen, die wir hinterher nicht mehr sehen können. Die Paneele bewegen sich gerade auf mich zu und ich habe Angst, dann eingeklemmt zu werden. Deswegen arbeite ich lieber von dieser Seite. Hoppla. Weggeschmissen. Gut. Jetzt gibt's noch mehr Saft. So, und weiter geht's. Die Batterielader werde ich jetzt auf jeden Fall noch anschließen. Dann denke ich, haben wir für diese Folge auch einiges geschafft. So, jetzt haben wir den ersten Abnehmer oben an unserer dicken Solaranlage. Es ist ein gutes Gefühl. Und
jetzt legen wir noch das Kabel hier durch diesen Block durch. Und jetzt können wir Batterien hier aufladen. Sehr gut. Das war's. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.